Der Herr Minister prominent. Ja, heute beim Aktenstudium, wenn ich recht sehe. Ja, lieber Onkel Leitz, lieber Herr Ofen, ich habe jetzt alle Stufenlockerungen indiziert. Also mir einen Überblick über die derzeitig geltenden Lockerungen zu verschaffen versucht. Aber das ist gar nicht so einfach. Wussten Sie, dass ab einer Inspizienz von unter 35, da dürfen sich drei Haushalte treffen, wenn mindestens zwei davon Kinder unter 14 Jahren haben, die nicht an dem Treffen teilnehmen. Maximal dürfen ab 22. März bei einer Inspektion von unter 50 eben unter 35-jährige Frauen draußen Sport treiben, solange sie direkt im Anschluss mit einer Kinokarte gemeinsam ins Theater gehen. Das sind zusammen 107. Bei Vollmond nach einem Sommergewitter im März, bei einer Inzidenz von unter 49,5 dürfen alleinerziehende Väter ohne Hunde mit oder ohne Termin ein Elefantenkalb im Zoo ansehen. Wenn man zu 10 Personen ist, dann kann man in einer Flugschule ab einer Indifferenz von unter 99 sogar mit 20 Kindern aus zwei Haushalten Sport treiben, solange es dem Erwerb des Flugscheins dient. Ganz besonders beachtet werden ja die Geodäsie-Exponate im Deutschen Museum. Die kann man ansehen, wenn bei einer Inkontinenz von über 35 mit zwei Personen aus mindestens drei Haushalten öffentlich angereist wird, ohne davor in einem Gartencenter gewesen zu sein. Ich persönlich bin gespannt, wann ich hier mal wieder raus darf. Ich suche gerade die Verordnung, die es mir ermöglicht, ohne Maske bei einer Inquisition von 27 mal wieder eine feine, grobe Korthose im textilen Fachhandel erwerben zu dürfen. Und die Frage ist, muss diese Hose dann geändert werden? Gilt das Absteckern dann als körpereigene Dienstleistung? Aber ich habe auch eine Textaufgabe für Sie, lieber Herr Ordinator. Wenn zwei Heizungsbauer unter 35 aus einem Haushalt mit je einer FFP2-Maske pro Tag 10 Heizkörper in den dritten Stock rauftragen, A, welche Inzidenz herrscht dann? B, welchen Heizwert in KW erreichen die Handwerker, wenn die Inzidenz während des Rauftragens auf 51 steigt? Aber das wird ja in Kürze sowieso hinfällig sein, wenn alle wieder über die höchste Schwelle stolpern. Es bleibt also so, wie es ist, oder es ändert sich wie nichts. Ja, aber eine Bleibe ist schon wichtig. Oh, und noch etwas darf gerne bleiben, nämlich gesund bleiben. Ja, Sie mich auch. Wiederdings, Herr Schaun. Ja, ist ja gut.